Ich komme nicht zurück ins Spiel. Ich hab. Warum denn nicht? Völlig klar, du bist einfach zu dick dafür. Die lassen dich halt nicht rein, weil Boah. du zu schwer bist. Der Planet würde Unwucht bekommen. Das geht nicht. Ich Er ist heute so charmant. Ja. Weezen! Der fette Weezen! Ich war mit Weezen essen, ganz schön bei Kerzenschein. Ich aß ein bisschen Tofu, er fraß ein ganzes Schwein. Weezen ist so niedlich, Weezen ist mein Schwarm. Im Sommer gibt er Schatten und im Winter hält er warm. Also, ich guck's dir da an, das ist doch kein Haarschnitt. Ja, hier, Nee, das war jetzt ist einfach doch rein alles praktikabel. stoppelig. Wie sieht denn das aus? Das muss man Rein nass rasieren. praktikabler Kurs. Nass rasieren. So, wo kann ich jetzt hier irgendwie meinen Badeanzug loswerden? Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Oh. Academy Channel. Es war ein langer Tag. Wir haben viel Zeit im PTU verbracht und wir verbringen auch nochmal Zeit hier und wollen uns einfach nochmal ein bisschen hier entspannen. Genau, ich wollte einen kleinen Applaus da lassen, halt so. Die Jungs haben ja irgendwie, wie die Bescheuerten, heute ein Video nach dem anderen rausgepunkt. Großes Tennis, vielen lieben Dank dafür. Ich saß auf Arbeit und dachte mir halt so, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Ich müsste eigentlich gerade woanders sein. Das ist total scheiße, aber war halt leider so. So, jedenfalls, Ja, jetzt, da beobachtet uns jemand. Antrax beobachtet uns. Antra, na, das ist ja schön. Ich wette, der hat nichts drunter. Bloß weg mit seinem Scheiß. So, Ein komm. Im Ernst, Reason, halt so, zum einen, warum bin ich schneller als du? Zum anderen, Wo bist du warum denn? hab dich gerade überholt? Wie denn? Wo denn? Oh, da ist ein Outlaw, ist ja unterwegs. Ich hab dich schon wieder überholt. Jetzt müssen wir uns einfach nur hier hingehen zu dieser Uniform hier, zum EVA-Standardanzug und Unequip drücken. F. Und jetzt müsste ich Aha. eigentlich, nackt bin ich nicht, aber es hat geklappt. Glaube ich. Aha. Wo bist du überhaupt, Dozer? Ich sehe dich gar Mit nicht. dem Kaviblast. Aber wo? Du stehst doch auf der falschen Wand. 20.000! Ja, du Ernsthaft? sollst Seid ihr denn des Wahnsinns? Motherfucker, wir müssen doch mal Ja, über du mein musst in Gehaltscheck diesen. sprechen, das Du funktioniert musst. hier nicht. Dose, Konzentration, Fokus. Du musst in diesen. Ach, bla. Komm, du musst da hinten in den Ausstellungsraum gehen. Ich bin im Ausstellungsraum. Ist Ach, der da. falsche Raum, da hinten, die Kamenade. Wir jetzt hier oder was? Ja, nach Nein. links schauen. Das ist echt ein hartes Let's Play. Hier, da. Bei diesem Standard-Odyssee-Anzug. Genau, da Ah, kannst du hier. jetzt überhaupt Unequip auswählen. Ja. Oh, nun geh mal beiseite, du Vogel. Und ich glaube, wir sind identisch gerade. So, Komm, put, 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 put. Putt, ich bin vor dir. Was heißt denn hier putt? Oh, jetzt bin ich wieder die Hocke ge Oh nein, ich bin die Hocke gegangen. Ja, aber ich weiß nicht, wie die Tastenbelegung hier funktioniert, weißt du? Ist klar. Ich bin müde. Oh, ey, sorry, du hast keine Hosen an. Und du hast keine Knöchel. Und die Schuhe sind leer. Und da steht ein Ja. Typ neben dir, der hat auch keine Hosen an. Sag mal, plant ihr Ein was? Oder ist Perverser! das jetzt. Ein Hast du deine Nackter! Mütze Ein Nackter! vergessen? Das wird so entgleisen. So, also erste Amtshandlung ist ja schon mal hier irgendwie, Ich brauche jetzt irgendeine Pornojacke. Oder so ein Sakko drüber, wie so in den 90ern früher. Ich weiß, da müsste man Die eigentlich gucken, dass man, Boygroups. ob man die Ärmel hochkrempeln kann noch, ne? Von dem Ja, das ist doch, Sakko. das ist der Look. Guck mal, Leute, ich hab den Look. Ich hab meinen Look. Was bist du Wo? denn? Wo Ich bin bist da hinten du? an der Wand, gegenüber von der Tür, unten. Was sagt ihr dazu? Oh ja, bitte. Ich brauche noch die richtige Hose, Oh dann ja, bin ich schon bitte. fast ausgefährt Oh fertig. Gott, oh Du triffst dich Gott. nachher noch mit Angelo, oder? Seven Freak, Oh wir haben da jemanden Mann, für ey. dich. Ja, offenbar halt so. Und der hat nichts Alter, drunter, Bro. ich hab's Wie gesehen. teuer ist denn das hier, der Spaß? Und wie kann ich jetzt dieses Oh, Scheißcappy das hier los? geht. Warte mal, um das Cappy wegzuschmeißen, muss ich jetzt echt das identische Cap finden, oder was? Ja, du musst zu dem Captain hingehen und dann unequip machen. Das ist leider Aber so das wird schon aktuell. wieder alles teuer hier. Deine Scheiße, warte mal, ist das das da? Das hat so einen weißen Streifen, das könnte Das sein. ist nicht gut. Es wird hier ein total chaotisches Let's Play. Ah ja, Unequip. Weg damit. Okay, super. Also erstmal. Boah, die Schuhe So, gehen also so Kopf gar stimmt schon nicht. mal. Eigentlich hatte ich es ja schon, ne? Die richtige Combo. Eigentlich war das schon der richtige Weg. Also ganz im Ernst, der Freelook ist mir ein bisschen zu empfindlich, muss ich sagen. Kaufen. Ja, komm, was kostet die Welt, Wiesen? Was Was kostet könntest du die dir noch Welt? leisten? 1,50. Ja, komm, dann gibt's da jetzt erstmal so ein T-Shirt.
gucken alle schon so. Ich glaube, die finden mich heiß. Ja, Baby. Ja, ich würde mich da nicht drauf verlassen. Wo sind denn die Hosen hier? Ach, hier hängen die Hosen. Das ist alles genau. Hier irgendwie so weiß. Einfache Sache, vielleicht. Aber willst du mich verarschen halt so? Ist hier Kanye West irgendwie Designer? So ein scheiß weißes T-Shirt ohne Aufdruck, 300 Tacken? Oh ja, ich hab's. Ja, schon wieder. Jetzt lass mich raten, ohne Hose und jetzt halt irgendwie mit so einem Lederteil. Nee, das ist eine rote Hose, das sieht super aus. Jetzt brauche ich die richtigen Schuhe dafür. Warum habe ich mich auf den Scheiß eigentlich eingelassen? So? Ich habe mein Outfit bald fertig, Leute. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch steht. Jetzt kommt die Schuhfrage, die ist halt auch schwierig zu beantworten hier, ne? Weiße Schuhe geht halt eigentlich gar nicht. Okay, jetzt habe ich erstmal hier ganz eine vernünftige Hose gekauft, aber ich habe keine Schuhe an. Warum habe ich keine Schuhe an? Ich weiß nicht, warum ich keine Schuhe an habe. Nicht mal Socken, barfuß. Ich brauche Schuhe. Ich weiß nicht ich so. Ich brauche Schuhe. Weiße Lackschuhe. Wir stehen nebeneinander schon wieder, Loser. Um Gottes Willen, hört das dann nie auf. Oh, ja, eigentlich müsstest du noch die Mütze halt so schräg auf dem Kopf haben. Gibt's denn eine Mütze, bitte, die andersrum ist? Nee, leider nicht. Oh, bitte nicht, ey. Aber ja, mit den weißen Schuhen auch noch. Ja, das ist doch die richtige Kombo, oder? Oder rote Schuhe wird sich beißen wahrscheinlich. Ist hier kein verkacktes Paar Schuhe. Oh ja, das beißt sich übel. Guck mal hier, wie sich das beißt mit den Schuhen. Das ist ein Verbrechen, hör sofort auf damit. Dosa kommt mit dem Geld nicht mehr klar. Ja, so, langweilig. Weiß erstmal Schuhe, so, Confirm Pursuit, ja, so auch weg. So, kann man jetzt ja auch den Scheiß verkaufen, den man anhat, oder? Nee, nicht so. Wie, Selby. 1.900 für eine Jacke, ey, sag mal, ernsthaft, das ist meine. Das ist meine Altersvorsorge. Ja, ich wollte sagen, halt so, irgendwie eine Eigentumswohnung oder eine Jacke? Broadsword oder Mütze? Kann ich kurz drüber nachdenken? Gibt's denn hier keinen Spiegel? So, aber wo sind denn jetzt hier? So, eine verkackte braune Jacke. So, einfach irgendeine braune Jacke, damit diese Jacke jetzt hier verschwindet. So, ist das die? Nee. Die? Nee. Die? Nee. Ja, super. Die? Wo sehe ich denn eigentlich, was ich denn für Krempel hier am Leib trage? Es muss doch hier irgendwo ein Inventar geben. Nee, du kannst nur in der Außenansicht halt das machen. Was ist denn das für ein Bums hier? Echt, nicht funktioniert mehr. Das ist doch alles nicht wahr. Jetzt muss ich, also im Ernst, um die Jacke auszuziehen, muss ich jetzt im Laden durch die Gegend laufen, bis ich dieselbe Jacke nochmal finde und dann kann ich meine Jacke ausziehen. That's logic. Vielen lieben Dank. Version 2.4, Leute. Voll geil, ja. Es ist persistent und es macht keinen Sinn. Persistent. Es ist persistent. Das bleibt dir jetzt so. Und jetzt bin ich abgestürzt. Echt? Jetzt schwarz. Ich hab die Jacke gefunden, wahrscheinlich. Freunde, ich bin wieder da. Der Server ist glatt wie Sau. New Armageddon. Bob Sawyer. Ey, ganz im Ernst, also ich finde halt so irgendwie diesen Schwuppenlook halt echt ein bisschen fragwürdig. Also, dass jetzt ja, ich alle weiß, irgendwie... mir gefällt er auch nicht. Ich suche jetzt gerade das richtige. Aber Schritt. Du trägst ihn doch. Falscher Laden. So, Dosa, jetzt also sag mal. Ernsthaft, hat nichts gegen Komm mal zu mir rüber. Ja. Mann, ist es glatt. Und sag mal, hier. Ob du siehst, wenn ich das jetzt anprobiere. Oh, das ist ein richtig glatter Server. Sehr Hammer. Noch beeilt euch, bevor die ganzen Sommerschlussverkauf-Einkäufer kommen. Ich hab hier so einen Popo-Piraten gefunden, den solltest du dir auch mal angucken. So, jetzt zieh ich mir das an. Siehst du das jetzt? Sehen wir alle gleich aus, wie so ein Klon oder so. Ich sehe, dass du dir jetzt halt so ein T-Shirt ausgesucht hast. Ja, ich sehe genau. Das. Ja, cool. So, welches soll ich denn nehmen? Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Nimm mal das Grüne, das Hellgrüne. Ey, ganz im Ernst, hier kommt gleich ein Cowboy und hat so ein Indianer um die Ecke mit so einem Bauarbeiter und dann hier singen die alle YMCA, wenn ihr so weitermacht. Wiesen. Mach mal. Ja? Sag mir lieber, wo es hängt. Ach so, ja genau. Zwischen deinen den Beinen. Und dem Lieder. Siehst du das? Direkt, wo ich jetzt vorstehe. Wo stehst denn du? Ah, okay. Ja, das ist da? Echt jetzt? Ja, probier's mal an. Okay. Ja, passt. Sieht gut aus. Ja, stimmt. Passt ziemlich gut. Tja, ach, da habe ich doch ein Auge. Hervorragend, gleich bei, gekauft. So. Siehst so, du? Deshalb braucht man den Weasen im. Super. Hervorragend. Mit dem Ruf wieder weg. So, guck mal. Hervorragend. Das sieht gut aus. Wobei, jetzt sehe ich es ja selber nicht. Naja, siehst aus wie ein. Doch. Sie sieht aus wie ein Pistazien-Eisbecher.
Was, der braune Hose, grünes Shirt. Wieso? Es passt doch zusammen. Was, ja, natürlich, aber er sieht halt aus wie halt so irgendwie ein Schokoriegel, kann es auch sein. Nur weil er mal Farben trägt, du siehst wieder aus wie so ein Leichenbestatter. Ja, natürlich, ich bin ein verdammter Bestatter, du Arschloch. Ich finde das jetzt gut. Ich finde es auch gut. Weinrot geht auch nicht. Ja, sonst dann vielleicht doch. Wer ist denn bereit für dieses Verbrechen hier irgendwie 1150 zu legen? Also, nee. wirklich nicht. Welches Verbrechen jetzt? Ja, diese rote Jacke, die hier drüben an der linken Wand direkt am Eingang hängt. Hier halt so exponiert ausgestellt, die ist sogar noch angeleuchtet. Aber die sieht einfach so scheiße aus, hat mit diesem Doppelreißverschluss und diesem komischen Teil. Was soll denn? Wer hat denn heute noch zwei Handys? Ernsthaft? Ich habe ein Mobiglas, das reicht. Ja. Und das ist halt in meiner Unterarmstulpe implementiert. Wozu brauche ich denn so komischen Taschen noch? Das stimmt. Ja, blau ist besser. Ja, oder rot halt, aber weinrote Hose und weinrotes T-Shirt sieht dann schon ein bisschen komisch aus. Nee, es beißt sich vor allem. Nee, das beißt sich komplett. Wow. Das sehe ja sogar ich. Ja, man kann hier so voll die Skate-Tricks machen, guck mal. Zack. Voll gut, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich aus der Map rauslitsche. Zack. Was machst du denn da hinten jetzt schon wieder? Kann man jemand den Dozer da wegholen? Der hopst. Ich spiele mit einer Leiter. Warte mal. Gerade hat es mich so durch den halben Laden geschlänzt, das war voll gut. Moment. Probier's mal von der anderen Seite, das war auch nicht schlecht. So, Wie viel Geld habe ich denn jetzt noch? Okay. Ganze Geld ist weg. Ich gehe dann irgendwie nochmal drüben, kann ich mir noch einen Flight Suit leisten. Nee, das geht. Beißt sich aber auch jetzt hier schon wieder. Meine Güte, ey, kannst du dich jetzt langsam mal entscheiden? Ich meine, so groß ist die Auswahl auch nicht. Das macht's ja so schwierig. Vor allem in einem Patch ist das alles wieder weg. Dann geht's von vorne los. Ey, Wizman hat einen konkreten Geschmack. Der trägt denselben Haarschnitt halt so und der trägt auch keine Jacke. Das ist ein guter Typ. Sehr konkret, sehr gut. So, gehen wir nochmal rüber zu Kapitel. Und der glitscht. Der versucht jetzt gerade die ganze Zeit in einen Karton zu steigen. Das finde ich sehr sympathisch. Der Mann will vorankommen. Auf definitiv. Der hat die Tür offen gelassen, hier zieht's. So. Der bounce also. Da hoch. Der will da rauf. Wo geht's denn? Copy Blast. Warum? Warum nicht? Warum nicht? Können Sie auch ein schönes Plätzchen suchen in der Bar oder bei der Müllschluckeranlage? Schnell, folgen Sie dem Pistazien-Eisbecher! Mann, bist du ein Arsch. Ich finde es gut, was er trägt. Ich finde das auch gut. Ja, und Louise hat keine Hosen an, du solltest wirklich die Frage stellen. Ich hab doch Hosen an. Du hörst. Ja, ich dreh mich jetzt um und gleich wieder stehst du da, halt so Kommando, weißt du? Also ich muss ehrlich sagen, mein Favorit ist eigentlich von den Zivilanzügen der Weiße. Der hier, den finde ich ganz geil. Komm sofort da runter. Der ist tatsächlich echt schick, ja. Der ist wirklich cool. Du kannst hier nicht einfach immer irgendwie auf den Schrank klettern, das geht so nicht. Der sieht gut aus. Das sind alles Taucheranzüge, echt. Der ist so ein bisschen Iron Man-mäßig hier mit den Gold-Applikationen. Ja, der rote sieht auch geil aus. Oh, ich sehe schon, man kann sich hier wahrscheinlich einfach Ewigkeiten ergehen in so kleinen Details und Schnickschnack. Darum geht's in dem MMO. Hier, hier noch ein Armband, weißt du? Da noch ein Fußkettchen. Genau. Ja. Hier noch ein Ohrring, da noch ein Buttplug. Weißt du, so geht das halt Ewigkeit weiter. Piep! Also die MCA MK2 Armor ist aber immer noch mein Favorit. Was die YMCA MK2? Ja, genau. Ja, die ist die geilste, wirklich. Die sieht hammermäßig aus. Die hat aber schon. Diese Achilles finde ich jetzt auch nicht schlecht. Das ist vor allem. Aber da ist man zu langsam mit. Lauf mal damit. Achso, du hast sie gar nicht an. Jetzt hat er das Sonderangebot. Er hat jetzt halt den schweren. Na, der schwere ist mir auch ein bisschen zu mächtig. Die mittlere sieht wirklich gut aus, ja. Die hat auch so einen Halo-Style irgendwo, finde ich. Irgendwie hat die was davon. Jetzt habe ich sie mal geklaut. Aber hat die so ein fahrbares Visier? Ja, da kann ich ja leider nicht rein. Ich glaube, es soll fahrbar sein, aber ich kann ja nicht reinschauen. Ja, leider kann man nicht laufen. Oh, die sieht auf jeden Fall richtig heiß aus. Das ist alles, wenn ich sie so anziehe, dann dreht er sich einmal um sich selbst und ich kann nicht mal hier irgendwie jetzt den Winkel bestimmen. Doch, du kannst es auch anhalten. Ja, es ist auch eingefroren, das stimmt. Das war knapp. Dose. Das ist auch geil, dass diese Munition hier liegt von der, weiß ich nicht, ob das jetzt von welcher Waffe wird das sein, von der Gatling Gun. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, diese Outlaw-Anzüge, also ich meine, ich finde dieses Helmdesign einfach immer schwierig. Die sehen immer alle aus, hätten so irgendwie Probleme, ja. Ja, ich meine, Probleme mit ihren Eltern haben sie. Vor allen Dingen der Leiche, der Sparrow Light Armor, der sieht aus, als hätte er sich furchtbar erschrocken.
Was willst du denn? Ist der Freitag der 13. oder ich bin so hässlich, dass ich diese Maske trage? Ich bin trotzig. Der guckt trotzig, der Zweite. Ja genau, und der Slugger halt so irgendwie, na gut, da ist eh alles vorbei. Ich finde diesen Wendelkopf, den ausgestopften, immer noch furchtbar, ehrlich gesagt. Tatsächlich. Geschmacklos eigentlich, ne? Das ist eine intelligente Spezies. Das ist total pervers. Madpen. Ja. Aha, okay, schön. Was, hier kostet die Scheiße 300 und auf Korea gibt's die umsonst, gibt's ne? Umsonst, ja, ja. Da weiß ich ja, wo ich hingehe. Nicht hier. Bist du so ein Schnapperjäger? So naja, auf Korea, wenn du diesen Auftrag ja, ich bezahl da annimmst. Ne? Ich bezahle doch jetzt nicht halt so für Sachen, die ich umsonst kriegen kann. Entschuldige bitte. Ah, das ist doch meine Wumme hier. Das wäre ja gut. Was kostet die? Das ist die Laser Rifle, oder? Die du da hast, ne? Nee, das ist Shotgun. Ja, klar, das ist eine Shotgun. Schwere Sturmschrotflinte. Ach ja. Ach, Baby, die Devastator. Was kostet die 3000? Natürlich, dann halt nicht. Nur was Kleineres. Was kostet denn jetzt diese Handgun? 900, auch zu teuer. Vielleicht kann ich eine Patrone kaufen oder so. Das wäre schön. Oder ein Messer. Ja, du musst halt jetzt mal ein bisschen UEC farmen, aber ist schon lustig. Ich dachte halt, so irgendwie hier als High Commander musst du doch halt irgendwie einen Paycheck kriegen. Vergiss es. Wie, vergiss es? Nicht. Vergiss es. Ja. Sagt der Pistazien-Eisbecher oder was? Ne, ja, sagt der Pistazien-Eisbecher, so irgendwie. So, was ist ja, hier? Kaufe ich mir jetzt noch die Devastator? Aber wie viel Geld hast du denn schon wieder? Ist doch nicht zu fassen. Ich hab halt ordentlich Kohle. Ich hab beim Drehen die ganze Zeit gefarmt heute, wir haben bescheuert. Aber ich würde eigentlich sparen für eine richtige Panzerung, eine ordentliche. Ja, die Frage ist, wie lange lohnt sich sparen? Ja gut, das ist auch wieder richtig. Wow, Leute, wenn ich hier in der Ecke stehe, habe ich 60 FPS. Geil, also es ist vielleicht nicht viel, es ist nur eine kleine Munitionskiste. Jetzt kommt, aber war grad, egal, aber ich, 60 FPS, guck mal, wie da stand gerade jemand hinter dir. Ja, natürlich. Jemand hinter dir. Ja, der wollte auch mal 60 FPS haben. So, jetzt wenn ich umdrehe, habe ich nur noch 30. Zack, so kommt's. Ja, Decke kommt, na. Oh doch, Decke geht auch in 60. Super, also wenn man die Leute wenn man halt nicht hinguckt, dann kriegt man 60. Dann ist das glatt. So. Mal runter, schaut jetzt wieder. Naja. So, haben wir es jetzt, Leute, oder? Ja, ich bin durch. Da wollen wir jetzt nochmal ins G-Log gehen, oder? Ja, komm, geh mal ins Saufen. Ja. Ja, komm. Nachdem wir uns so eingekleidet haben jetzt hier. Alle rennen wieder. Party! Dosa, du bist zu langsam. Ich bin doch schon fast da. Ich bin vor dir. Nee. Ah, nee, ich bin vor dir. Du bist definitiv vor mir, weil ich bin jetzt nämlich gerade im G-Log angekommen und vor mir und ist ja auch jemand. Nee, du bist hinter mir, Sawyer. Hä? Bei mir zumindest. Seht jetzt bist du. Hä? Ja, doch. Na gut. Ah ja, jetzt sind sie alle da. Aber das ist geil, die drei Glatzen vom Dienst, hervorragend. So gefällt mir das. Los geht's. Aber endlich haben sie mal verstanden, dass das die einzige vernünftige Frisur ist, ja? Meine Güte. Also kann man den jetzt irgendwie überzeugen? Warum hat er Haare und ich nicht? Eben. Warum schwebt der? Der schwebt. Ja. Leicht. Das sieht aus, als hätte er sich eingekackt, was der da macht, ey. Ernsthaft. Er hat Verspannungen. Denkt er irgendwie auch nur so rum? So, wo kriege ich jetzt mein Drink her? Yes! So. Komm da runter. Oh, der hat's geschafft. Ja, er hat's geschafft, hinter die Bar. Ja, ich bin hinter der Bar. So, Leute, ich sitze an der Quelle. Was gibt's? Also, ich nehme auf jeden Fall Gin Tonic, würde ich sagen. Gin Tonic kommt sofort. Gut. Was denn? Hendrix, Hennessy, was haben wir noch? Monkey 47, hervorragend, das ist meine Flasche. Gibt's kein Bombay Sapphire? Ach, Sapphire. Sapphire ist doch so 90er. So, ich sitze hier hinten schon. Man kann sitzen? Ja, klar, kannst du sitzen. Was? Hier hinten, neben der Tanzfläche. Sawyer, noch mal bitte halt so. Ich habe es hinter die Bar geschafft, ich sitze an der Quelle. Das Beste, was dir einfällt, ist sich hinten in die Ecke zu setzen. Ja, also ist halt wie ein Schwiegel, bitte. Kriegst ein Wasser, damit du nicht. Darum fragst du dann. Na, einfach um dir halt so die Illusion nicht zu nehmen, dass du vielleicht bestellen könntest. Wo sitzt denn überhaupt der Sawyer? Na, hinten hinter der Tanzfläche auf der anderen Seite, genau, Wiesen. Ja, super, jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Ich hab's gerade nicht gesehen. So. Ach, Slash, Mann. Jetzt haben wir's geschrieben. Also, hier oben auf den Ventilatoren putzen sie definitiv nicht. Das ist alles dreckig hier. Ich hab mich auf den Boden gesetzt. Nee, du sitzt ordentlich. Ja? Ja, du musst dann nur natürlich in die Außenansicht, sonst siehst du nichts mehr. So, Dosa, jetzt komm mal her. Harter Arbeitstag heute. Genau. Ja, sofort. Ich bin gerade auch beschäftigt. Nicht wieder alles leer saufen. Sind die uns eigentlich alle hinterhergekommen jetzt hier in den Laden? Das ist
Mann, ich habe doch eben das Loch gefunden. Was soll denn das jetzt hier? Jetzt bin ich sogar über dem Ventilator. Also, müsste mich ja... Jetzt? Nee, doch. Nein. Oh, nee. Nein, doch. Jetzt. Nein, doch. Oh. Jetzt. Was? Nein, ja, doch. Na, was? Oh. Was? Nein, doch. Oh, ja, ich kann es auch nicht mehr. So, Dosa, komm mal her. Put. Ihr seht aus wie halt so ein paar verkappte Pfadfinder hier. Jetzt müsst ihr nur ein Feuer in der Mitte machen, also wäre die Sache komplett. So, Leute. Okay. Ich würde sagen, wir haben einen harten Tag. Das war auf jeden Fall ein harter Tag. Ja. Der Patch kommt immer, wenn man ihn nicht erwartet. Immer zur richtigen Zeit. Und war aber diesmal auf jeden Fall ein Highlight. Dosa geht schon wieder weg. Sehr unhöflich. Ja, ihr seid langweilig. Ja, Wiesen, wir stoßen jetzt trotzdem mal an. Komm. Ja, wir stoßen mal an mit einem Glas hier. Genau, hier, kling. Kling und genießen den Tag. Genau, und die Aussicht auf das versmockte A-Korb da hinter uns. Wieder runtergewirtschaftet alles. Mhm. Siffig. Also irgendwie... Aber Wiesen, Dosa rockt wenigstens da auf der Tanzfläche. Na, ich versuche so ein bisschen aus mir rauszugehen, aber jetzt halt so langsam beginnt's. Langsam schafft das. Ah. Das waren ein paar anstrengende PTU-Tage. Kann man nicht anders sagen. Aber hat sich gelohnt. Absolut. Ein großer Durchbruch, aber halt auch jeder Patch kommt halt, wenn man nicht damit rechnet und dann plötzlich und dann sehr immersiv, sag ich jetzt mal. Definitiv. Ja, das ist morgens um 4. Ja. Dosa, mach doch mal die Abmoderation. Ich habe das schon kannst ein paar Mal so mit der Zeit. Genau, liebe machen. Freunde, schön, dass ihr wieder dabei wart. Halt so, like dieses Video, wenn ihr es mochtet. Abonniert uns oder halt schreibt uns in die Kommentare, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Oder geht uns anderweitig auf die Nerven. Das haben wir auch ganz gerne, weil halt Interaktion ist nämlich super. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, dann guckt einfach mal auf Patreon vorbei. Wenn da was dabei ist, würden wir uns extremst freuen, weil damit bringt ihr uns persönlich halt echt unserem Traum ein kleines Stückchen näher. Und sonst schaut doch mal auf der Citizen Base vorbei. Da gibt es halt immer halt so die letzten News von den Jungs und ja, das wäre halt eben so das jetzt von uns hier aus der G-Log Bar in Area 18 auf A-Corp. Sawyer, Weasel und Dosa sagen euch bis zum nächsten Mal und 3, 2, 1 See you on the light deck! Oder in der G-Log Bar. Ja.